Hallo zusammen. Ja, heute ist nicht Mittwoch, sondern Sonntag. Normalerweise ähm, gibt es da ja kein Video von mir. Aber ich habe mir gedacht, nachdem letztens das Video so ganz gut ankam, wo ich über die Fotos geredet habe, hinterher, ich verlinke es mal hier oben, ähm, probiere ich doch mal, das einfach vielleicht ein bisschen öfter zu machen und einfach auch sonntags ein Video zu veröffentlichen. Und zwar einfach ein Video, in dem ich über die Bilder rede, die ich am Mittwoch vorher gemacht habe, falls denn welche entstanden sind. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht dann auch eine Möglichkeit, wieder ein paar von euren Bildern mit einzubauen, falls ich mal irgendwie bloß ein Foto gemacht habe, weil das ist schon ein etwas kurzes Sonntagsvideo. Wobei ich sagen muss, ich habe noch ein paar übrig, die ich noch nicht in einem Bildbesprechungs-, video untergebracht habe. Ähm, tut mir leid, falls ihr unter den Einsendern seid. Äh, irgendwann mache ich es noch ganz sicher und wie gesagt, vielleicht auch einfach jetzt in dem neuen Format hier. Ähm, das war nicht schon alles, was ich dazu sagen wollte jetzt hier für den Anfang. Ich würde sagen, ich fange einfach mit dem ersten Bild an, das im letzten Video entstanden ist. Und das ist dieses Foto der verblühten Heidelandschaft vor Sonnenaufgang. Um im Positiven anzufangen, ich finde den Himmel ganz gut. Vor allem deswegen, weil er nicht nur nette Farben ins Bild bringt, sondern auch keine Kondensstreifen so wirklich direkt ersichtlich sind. Auch wenn ich oben rechts hier glaube ich schon so ein bisschen was drin habe, was eindeutig darauf hindeutet, dass es vom Flugzeugen ist. Aber egal, es ist es nicht so direkt ersichtlich, weil, wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich einfach weggestemmelt, wenn es irgendwie leicht machbar gewesen wäre. Außerdem gefällt mir der Nebel, der passt einfach dort. Und der war auch von der Dichte her genauso einigermaßen gut, dass er im Hintergrund so ein bisschen die Wege, die da drin sind, vernebelt hat. Ähm. Das war dann aber eigentlich auch schon fast alles, was mir gut gefällt an dem Bild, wenn man vielleicht noch vom Bildaufbau absieht, aber das ist ja in dem Fall recht einfach gewesen, weil die Birken einfach da so ziemlich vorgegeben haben, wie die Aufnahme aussehen muss, damit es harmonisch wirkt. Ähm, rechts ein bisschen Abstand, links ein bisschen Abstand und dann halt die Birken. Aber den Birken fehlt einfach das bunte Herbstlaub. Also wenn die jetzt noch gelbes Laub gehabt hätten, würde es, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Spannung ins Bild bringen. Was mich aber vor allem hier jetzt irgendwie stört ist und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mir das Bild nicht so wirklich gut gefällt, der Vordergrund ist einfach ein bisschen arg langweilig. Ähm, diese Fläche, die eigentlich mehr oder weniger komplett aus jetzt hier so irgendwie braun-rosa besteht, ähm, die bietet einfach nicht allzu viel, was man sich gerne anguckt. Und da hilft es auch nicht, dass da so ein paar Günsterbüsche drin sind, die man eigentlich auch nicht als solche erkennt. Also der Vordergrund ist einfach zu fad für mich. Und ähm, vermutlich hätte es funktioniert, wenn die Birken noch gelbes Laub gehabt hätten. Aber so geht eigentlich der Vordergrund von den Farben her in das Hauptmotiv, also die Birken über. Und ja, ich weiß nicht. Es ist durchaus ähm, nett anzuschauen, aber ich glaube, mehr ist es auch nicht. Was meint ihr? Das zweite Bild ist das hier. Ähm, ist eigentlich so jetzt von... Der Stimmung her eher mein Fall. Schön hell, schöne Herbstfarben noch und der Nebel passt natürlich auch so irgendwie. Mir gefällt hier allerdings, ich, ich bin mir nicht sicher, was, ist, was genau der Grund ist, ich bin nicht so ganz zufrieden damit. Und vielleicht liegt es zum Teil daran, dass die Birken so ein bisschen chaotisch sind, was ihre äh, Farbentwicklung vom Laub betrifft, beziehungsweise ihren Mangel am Laub dann schon. Oder das liegt einfach daran, dass ich mit dem Vordergrund nicht so viel anfangen kann, also mit dem unteren Teil des Fotos, weil ähm, die kleinen Kiefern da drin und ähm, die etwas äh, zerrupft wirkende Heide und vor allem diese beiden nicht mehr ganz so kleinen Kiefern, die zwischen den ähm, Baumstämmen links der beiden linken Kiefern, rum, äh, Kiefern der beiden linken Birken rumstehen, das ist ein bisschen ähm, chaotisch für mich. Also ich glaube, das nimmt dem Bild so ein bisschen die, die ruhige Ausstrahlung. Ansonsten ist die Stimmung natürlich schon ganz cool. Also unten Nebel, kühl und oben schon so ein bisschen warme Farben durch Laub. Und ich glaube, da war auch schon so ein bisschen die Sonne dann dran. Aber insgesamt ist es mir ein bisschen zu chaotisch in dem Fall. Ich glaube, das müsste eigentlich besser gehen. Vielleicht hätte ich eine tiefere Kameraperspektive nehmen sollen, damit ich zumindest den Vordergrund mit etwas weiter offener Blende unschärfer hätte gestalten können. Wäre vielleicht eine Option gewesen. Weiter geht's mit dem hier. Das habe ich vor Ort am Kameradisplay ziemlich gut gefunden. Das hat richtig gut ausgesehen. Und als ich es dann zu Hause am Monitor angeschaut habe, habe ich mir so gedacht: Uh, ähm, ja, das ist schon ein bisschen arg chaotisch irgendwie. Und ich glaube, das liegt jetzt einfach an dem, was mir vor Ort so gut gefallen hat, nämlich am Hintergrund dieser Farbverlauf von blauem Nebel über diese noch teilweise neblige vom Nebel verhüllte Kiefer hinten dran und dann zum sonnenbeschienenen herbstlaub im Hintergrund. Ähm, der Verlauf ist ja irgendwie cool der Farbverlauf, aber er ist auch sehr unruhig und wirkt auf mich sehr laut und schreiend. Und unpraktischerweise ist die Birke jetzt auch nicht gerade ähm, ja nicht chaotisch. Also das ist ja ein ganz schönes Echte was eigentlich ziemlich cool ist. Aber ich glaube, die Kombination von beiden ist einfach ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, wahrscheinlich hat es mir deswegen auch am Kameradisplay besser gefallen, weil man da nicht so ganz die ganzen Details erkannt hat. Weil es so klein war eben. Und jetzt in größer denke ich mir so, nee, das ist zu viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht hätte ich einfach ein bisschen mehr Nebel noch gebraucht, dass der Hintergrund ein bisschen noch mehr ähm, abgemildert ist. Das wäre es vielleicht noch gewesen. Beim vierten Foto hier habe ich ja vor Ort schon so ein bisschen darüber gemeckert, dass es keinen Nebel hat oder zumindest ein bisschen Dunst in der Luft hängt, Feuchtigkeit, um so ein bisschen ähm, ja, Sonnenstrahlen ins Bild zu bringen. Und ich bin mir auch jetzt noch ziemlich sicher, dass das Foto mit Nebel deutlich besser aussehen wird, weil äh, ja, was sieht mit Nebel schon nicht besser aus. Aber die beiden oder drei, ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind, toten Bäume vorne, wahrscheinlich sind es wirklich drei. Ich habe es mir einfach angetan, weil diese entrindete, helle äh, Baumstammform, die hat es mir irgendwie doch angetan. Und ich fand es dann vor Ort auch gar nicht so schlecht am Kameradisplay, aber zu Hause dann sah die Sache doch wieder anders aus. Ähm, es sind einfach zu viele konkurrierende Elemente auf dem Bild für meinen Geschmack. Also, ich habe links dieses leuchtende Herbstlaub-Ahorn, das äh, eigentlich cool aussieht, aber komplett an den Rand gedrängt ist. Dann habe ich den Sonnenstern, der ähm, eigentlich komplett an der falschen Position ist, so mitten im Bild. Aber es ging halt nicht anders, weil ich die beiden Bäume vorne so drin haben wollte, die Toten. Dann habe ich äh, im Vordergrund das ganze Herbstlaub, das Dunkle. Und das habe ich ja dann vor Ort auch schon gesagt gehabt, dass das äh, vermutlich so eine Zweiteilung genau in der Mitte vom Bild macht. Und das ist auch leider der Fall irgendwie für mich, weil hinten dran die Wiese dann halt komplett andere Farben, komplett andere Helligkeit. Also. Ich habe so eine genau mittige Halbierung irgendwie fast. Und es wird natürlich dadurch noch verstärkt, dass äh, die Eiche, die den Sonnenstern damit verursacht, auch genau in der Mitte ist. Ja, ähm, es ist einfach zu viel und es ist zu viel an den falschen Stellen in dem Bild. Und dass der Himmel oben komplett ausgebrannt ist, ist jetzt auch nicht gerade von Vorteil. Aber ich hätte den jetzt auch nicht wirklich abschneiden können, weil dann wäre der Sonnenstern oben an der Kante gewesen und das hätte auch nicht so gut ausgesehen. Also. Ähm, ja, das Bild passt einfach für mich nicht. Es ist zu viel drauf, es ist zu chaotisch, es ist auch zu bunt für meinen Geschmack und es ist einfach ein lautes, schreiendes Foto und genau sowas mag ich ja eigentlich nicht. Foto Nummer 5 ist zum Glück einfacher, also nicht bloß vom Inhalt her, sondern auch vom drüber reden, weil es gefällt mir eigentlich einfach ganz gut. Also es ist eine schöne Spätherbststimmung mit warmem Streiflicht, das war ja der Fall, wo die äh, Sonne so seitlich ins Objektiv geschieden hat, dass er eben so einen Schleier verursacht hat, was mir immer ganz gut gefällt. Und ja, es kommt ohne besondere Highlights aus und ist einfach angenehm anzuschauen, weil es zumindest für mich so eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Und der warme Weißabgleich sorgt natürlich dafür, dass das noch unterstrichen wird. Das einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört, ist, dass am rechten Rand der Kontrast schon wieder ein bisschen mehr ist. Und ja, das ist dann vielleicht nicht ganz so zum kontrastarm anderen teil passt aber das ist glaube ich eine kleinigkeit Also mir gefällt es und ich glaube das ist auch okay so und damit zum letzten foto aus dem letzten video da bin ich ja bloß ein paar meter auf die seite gegangen im vergleich zum vorherigen bild und dadurch war erstens mal das streiflicht der sonne weg und zweitens mal der bildausschnitt natürlich ein anderer Es ist ja ähm ich weiß nicht mir, mir fehlt irgendwie was es ist hübsch anzugucken insgesamt aber irgendwie fehlt was ich bin mir nicht so sicher was es ist was fehlt aber der Funke will nicht so richtig überspringen also vielleicht ist es einfach auch wieder dass der nebel fehlt vielleicht ist doch ein bisschen zu viel ähm, chaos im wobei chaos ist das falsche Wort weil es ist eigentlich schon aufgeräumt aber der Farn im Vordergrund, der strahlt halt schon so ein bisschen arg teilweise und hat sehr starke Kontraste mit diesem weiß reflektierenden fast. Ich habe extra rechts und links die Ränder irgendwie nicht aufgehellt, um den Fokus in die Mitte zu legen. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, ob das so eine gute Idee war. Andererseits, wenn ich es nicht gemacht hätte, also wenn ich die Ränder aufgehellt hätte, wäre es vermutlich noch ein bisschen unruhiger geworden, das Bild. Ähm ja, es ist schön anzugucken, aber es ist nichts Besonderes. Ich glaube, das trifft's. Und vermutlich ist es deswegen auch gar nicht so sinnvoll, sich noch viel mehr Gedanken über das Bild zu machen. Ist okay, geht aber besser. Das war's dann auch schon mit dem ersten Sonntagsvideo. Das übrigens eindeutig nicht die Mittwochsvideos ersetzen soll. Es wird nicht bloß als kleiner Bonus gedacht. Und auf die habe ich jetzt gemacht, habe eigentlich auch recht leicht zu produzieren. Deswegen hätte sich der Aufwand in Grenzen. Ich finde es jedenfalls immer recht spannend, mit etwas Zeitlichem Abstand nochmal über die Fotos nachzudenken, die man so gemacht hat, und zu schauen, was passt und was passt nicht. Vielleicht interessiert es euch ja auch. Ähm, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir uns hoffentlich am nächsten Mittwoch wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss.